So, willkommen zu einer neuen Folge von 7 tödliche Offenbarung. Ja, wie ihr euch denken könnt, sonst geht's ja hier leider nicht weiter, habe ich die 70% vom Hacken jetzt geschafft. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Du hast einen weiteren Hack freigeschaltet. Der Einser-Hack verwandelt alle unteren Formen in einzelne Quadrate. Kann ich mir jetzt erstmal sowieso nicht merken. Check. Zugang zum Zentralrechner steht. Alles paletti. Gib mir ein paar Minuten. Oh, ich hab's noch gesagt in der anderen Folge, ne? Dass mich das wundert, dass die Alte sich nicht meldet. You're always on my mind. Oh Mann. Vergiss nicht unser Candlelight-Dinner. Ja. Also ich gehe jetzt auf das Video nicht. Also ich kann mir das schon denken. Merke, Wolf. Merke auf. Marco Schuster in der Kästner Schule von 2004 bis 2012. Aktueller Wohnort, keine Angaben. ID 144323. Schuster, genau, das ist er. Damit sind wir einen Schritt weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Wecker gesehen habt, aber ich hatte vorher noch Mathe gelernt und mir einen Wecker gestellt. Ich war aber schon ein paar Minuten früher fertig. Sonst noch was? Ja, schau dir das an. Das kam heute. So, das war ja dann jetzt der Schnitzel. Irgendeine Idee, was das soll? Naja, Dr. Tiefenbrunner meinte ja schon, ne? Wahrscheinlich war doch er noch mit der Rune und so. Gott, das ist schon wieder weg. Nee, echt nicht. Ergibt erstmal keinen Sinn. Soll's aber wohl auch nicht. Und dieser Buchstabensalat? Ich hab's mir auch aufgeschrieben. Null Peilung. Wahrscheinlich ein Passwort oder so. Da kommt ja sicher noch mehr von der Sorte. Dann wird's irgendwann zusammenpassen. Musst du leider Geduld haben. Oh, shit. Davon habe ich gerade am wenigsten. Wird schon. Der ist optimistisch. Wir wohl nicht. Ich hab's jetzt. Marco Schuster. Oh, ja klar, so hieß der. Hat Tiefenbrunner den ausgegraben? Nein, der Kumpel von mir. Du weißt schon, der sich auskennt mit Datenbanken und so. Weil wie sich das schon anhört mit Datenbanken und so. Ich habe auch Marcos ID. 144 323. Adresse leider Fehlanzeige. Dann morse ihn doch gleich mal an. Und was sag ich dem? Ob der noch weiß, wer ich bin? Wäre eine Maßnahme. Frag ihn doch. Du könntest ihn zum Beispiel zum Klassentreffen einladen. Und danach sind alle tot. Entschuldigung. Es sind alle auf einen Haufen. Wenn der eine weiß, der die ganze Klasse am besten irgendwie ausrangieren will, ist genau richtig. Nein, natürlich nicht. Na gut, ich versuche es. Okay, also 144, 323.
144, 330. Ein neuer Kontakt wurde hinzugefügt. Uiuiui. Ach du Scheiße, das Profilbild sagt eigentlich schon einiges, ne? Ich war bloß gerade eigentlich. Nach wie vor. Marco, ehemaliger Mitschüler, still, verklemmt, war heimlich in Leo verknallt. Also so heimlich kann es ja nicht gewesen sein, weil sonst wüsste das ja keiner. Hallo Marco, vielleicht erinnerst du dich an mich. Hab deine Nummer von unserem alten Klassenlehrer. Wir machen demnächst ein Klassentreffen. Hast du Lust? Offline, aber steht als gelesen. Der ist aber schnell. Oh, ich bin eine Woche abwesend. Okay, dann sollten Sie bitte die blauen Häkchen nicht machen. Das verwirrt mich. Wird schon, genau. Hallo, ich nochmal. Kannst du rausfinden, wo dieser Marco sich hier zurzeit rumtreibt? Oh, ey, wenn ich jetzt gleich wieder was knacken muss, ne? Wenn er die Ortungsdaten aktiviert hat, aber vorher. Du kannst das Spiel ja langsam. Nein! Bei welchen denn? Echt jetzt? Wieder von vorne? Oh Gott, Leute. Alles klar, ich mache hier kurz einen Cut und dann mache ich wieder weiter. Und weiter geht's. Die Messenger-Daten des Users Marco wurden erfolgreich übertragen. So, ich bin gespannt. I'm ready. It's your turn. One moment, please. Warum ist das jetzt auf Englisch? Ist das jetzt generell auf Englisch? Ich hab was. Laut Ordnungsdaten befindet er sich im Augenblick in Paris. Dann gab's da noch Bilder mit Liebesgedichten, sonst nichts. Hörst du, Geliebte? Ich schließe auch das. Warte. Hörst du, Geliebte, ich schieße die Lider und auch das ist Geräusch bis zu dir. Hörst du, Geliebte, ich hebe sie wieder, aber warum bist du nicht hier? Alter, ist das ein Freak! Oh. Ist dir denn der Steine Kraft gegeben? Ist dein Fleisch etwa von Erz? Okay, unsere Freundin macht Sport. Verdammt, was willst du? Rede mit mir. Lass Leo in Frieden, du perverse Sau. Ich mach dich kalt. Ich würde schreien, dass er Leo in Frieden lassen soll. Ich weiß auch nicht, was will der? Also ich will alles wissen. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht. Okay. Hallo Schatz, hab vorhin die erste Location im Zoo besichtigt. Kann nachher gleich losgehen. Geh eh mal duschen, war gerade im Fitnessbereich des Hotels. Sehr schick. Pass auf dich auf, Liebling. Fitness, ist das jetzt nicht schädlich? Ich würde schreiben, so aufpassen. Außerdem, es ist doch sowieso schon zu spät, sie war schon im Fitnessbereich. Aber ja doch. Lass dich nicht von fremden Männern anmachen und überanstrenge dich vor allem nicht. Ach so, wegen dem Kind. Oh. Sie hat auch schon.
An den Kind wegen Fitter habe ich jetzt gar nicht gedacht. Kann ja noch gar nicht so weit sein. Ach, Schatz, du bist süß. Keine Sorge, ich mach das schon. Du weißt ja, Unkraut vergeht nicht. So. Tom, er hat sich schon wieder gemeldet. Er ist bei Leo im Hotel. Was? Wer ist es? Hat sie ihn gesehen? Nein, sie weiß von nichts, aber er hat sie im Fitnessbereich fotografiert, da wo sie vorhin war. War das aus? Tut mir leid, Leute. Ach Quatsch. Oh Gott, nein. Ich bin gerade so ganz wuschig. Ich dachte, man sieht vielleicht, ob das durch die Scheibe fotografiert wurde, weil dann ist er ja nicht gleich im Fitnessbereich. Ach so, wir schicken es. Oh, ist egal. Es ist garantiert Marco. Der ist nämlich zurzeit in Paris. Ich glaube, das überschneidet sich wahrscheinlich durch einen dummen Zufall. Woher weißt du das denn? Mein Hackerfreund hat seinen Messenger geerntet. Geerntet. Es gibt doch schwülstige Verse und sowas auf seinem Handy. Das passt alles. Ist der echt ein Ding. Dass der irgendwie nicht normal tickt, kann ich ja einsehen. Aber dass er auch ein Mörder sein soll. Bist du dir sicher, dass der mit den Versen und der mit den Drohungen ein und dieselbe Person sind? Ich weiß es nicht, aber dass zwei Irre gleichzeitig hinter einem Leo her sind, ist doch ziemlich Zufall. Ja, das ist genau das, was ich meinte, ob sich das hier wahrscheinlich einfach alles überschneidet. Schon ja, aber nicht ausgeschlossen. Wir müssten einfach noch mehr über Marco erfahren. Was für ein Typ der ist, ob er tatsächlich eine Macke hat, ob er früher schon mal so seltsame Sachen gemacht hat. Also Stalking und so. Ob er gewalttätig ist, hat er in der Klasse wirklich mit niemandem mehr Kontakt? Keine Ahnung, ich habe den nie sonderlich beachtet. Aber wenn er so ruhig war, wahrscheinlich nicht. Warte, ich könnte Jessie fragen. Du weißt doch noch Jessica, die mit dem Pink-Tink-Tick. Oh Gott. Die war doch mit Jana so eng befreundet. Oh. Ja, klar, die hatte sämtliche Klamotten in verschiedenen Pinktönen, sogar ihr Handy und ihre Kopfhörer. Mich hat die damals immer beeindruckt. Mit der hast du noch Kontakt? Nein, wir sind damals ein paar Mal ins Kino gegangen, mehr nicht. Ich glaube, ich habe noch ihre Nummer irgendwo auf meinem alten Handy. Warte mal kurz. Kommt jetzt wieder ein roter Kreuz? Yep, habt ihr ID? 192.881. Okay, vielleicht weiß sie ja mehr über Marco. Ich versuche mal mein Glück. Bis später. Also merken 192.881. Ein neuer Kontakt wurde hinzugefügt. Puh, war schon mal richtig. Ehemalige Mitschülerin, ganz nett und attraktiv, Vorliebe für extravagantes Outfit, war ein paar Mal mit ihr im Kino, mehr nicht. Wir sind bei 70. Okay. Hallo Jessica, erinnerst dich an mich? Hey, hab dich kaum wiedererkannt. Starkes Foto von dir. Was machst du so? Beruflich leider gerade nichts. Bin auf der Suche.
Oh, naja, wird schon werden. Ich war eine Weile im Ausland, Spanien, USA und so. Für so einen Immobilien-Scout. Sag, hast du was von Jana gehört? Ist das nicht grauenvoll? Erstickt? Ich bin immer noch ganz geschockt. Ja, ich auch. Sie saß doch neben mir und jetzt ist sie tot. Ich kann das immer noch nicht glauben. Oh, so schrecklich. Wer tut nur sowas? Muss furchtbar für dich sein. Ihr wart doch dicke Freundinnen. Ob die überhaupt noch Kontakt hatten? Damals ja. In den letzten Jahren habe ich kaum noch was von ihr gehört. War ja, wie gesagt, auch nicht im Lande. Sag mal, du warst doch immer mit Tom zusammen, nicht? Ihr zwei, wie Pech und Schwefel. Hast du denn mit dem noch Kontakt? Wir sind immer noch Freunde. Wie kommt sie jetzt rein zufällig gleich direkt auf Tom? Ach schön. Und sonst? Bist du in festen Händen? Und wie? Stell dir vor, ich bin mit Leo zusammen. Na, ob Jessica Leo mochte? Echt jetzt mit Leonie? Wow. Wäre ich nicht drauf gekommen. Die war doch immer so hochnäsig. Hatte mit der mal heftig Zoff. Weiß eigentlich gar nicht mehr warum. Egal, ist auch Schnee von gestern. Wir waren damals ganz schön zickig, glaube ich. Teenies eben. Heute ist mal klüger. Sag mal, kannst du dich noch an Marco erinnern? Das verklemmte Bürschchen hinten in der Ecke. Kanntest du den näher? Die wollte bestimmt immer Hausaufgaben gemacht haben. Nee, der hatte doch mit keinen engeren Kontakt. Kriege auch den Mund nicht auf. Kriegte auch den Mund nicht auf. Ich habe heute wohl ein Leseproblem. Typischer Außenseiter. Der soll auch Probleme zu Hause gehabt haben. Wurde so gemunkelt. Aber genaueres weißt du nicht? Die wollen bestimmt nur, dass man an Marco denkt bei sowas. Nee, hat mich auch nicht so interessiert. Warum fragst du? Ach, nur so. Vielleicht machen wir mal ein Klassentreffen. Jetzt muss ich an den einen Horrorfilm denken. Das Mädchen, was die immer alle gemobbt haben. Die war doch dann irgendwie. Oh. Das wäre super, tolle Idee. Schön, ich melde mich dann. Mach's gut. Ist das Rosemary? Ach nee, das war vom Exorzisten. Oh, verdammt. Du auch. Okay, sie weiß schon mal nichts. Ich schreibe aber bestimmt Tom, dass sie schon mal nichts weiß. Nee. Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe inzwischen den vollen Namen von Marco. Schuster heißt der weiter. Er ist übrigens gerade in Paris. Dummerweise ist meine Leo dort auch gerade. Und jetzt machst du dir natürlich Sorgen. Das verstehe ich gut. Ich kann seine Schülerakte ausfindig machen und nachsehen, ob er diesbezüglich schon einmal auffällig geworden ist. Das wäre eine große Hilfe. Ich glaube auch, mich nochmal an den Marco erinnern zu können. Er war tatsächlich ein ganz unscheinbarer, schüchterner Schüler. Aber, wie heißt es so schön? Stille Wasser. Er hatte es jedenfalls nicht leicht, der Marco. Alleinerziehende Mutter, Alkoholikerin, soweit ich weiß, Hartz IV. Sehr problematisch das Ganze. Trotzdem war er sehr fleißig. Im Schriftlichen hatte er sehr gute Noten. Mein Eindruck war, er suchte Halt bei Gott. Vielleicht tat er aber nur so wegen der Zensuren. Okay, danke. Dann bis bald. Das ist alles, was wir schreiben? Der schreibt so viel und wir schreiben Danke, dann bis bald? Bis bald, ich gebe dir Bescheid. Jetzt mehr gerechnet, ne? Oh.
Darauf habe ich gewartet, muss ich sagen. Hallo Annalena, hast du kurz Zeit? Ja, kurz. Schreib gerade Patientenberichte für die Kassen. Da ist eine Ablenkung ganz nett. Nett wird es nicht, fürchte ich. Hast du von dem Mord an der jungen Frau gehört oder gelesen? Ja, warum? Sie war aus unserer Klasse. Leo weiß davon noch nichts. Sie soll sich nicht aufregen. Sie ist nämlich schwanger. Oh, ich hoffe, Annalena wusste das jetzt. Nein. Ach so, das freut mich aber. Dann ist es gut so. Keine unnötigen negativen Einflüsse. Schon gar nicht so eine Sache. Oh, das ist ja furchtbar belastend. Ich habe übrigens wieder mit Tom Kontakt. Ich finde, das passt immer alles so. Also nicht immer. Also nicht falsch verstehen, aber. So wie jetzt mit Dr. Tiefenbrunner, der hat halt total viel geschrieben, was uns eigentlich ja interessieren müsste. Er schreibt dann einfach nur Danke, bis bald, halt darauf bezogen, dass er halt in der Akte gucken will. Sie gibt ihm jetzt sozusagen recht und wir haben jetzt Kontakt mit Tom. Wirklich? Hast du es geschafft, über deinen Schatten zu springen? Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Danke, war ganz leicht, als ich einmal dabei war. Siehst du? Wir sind sehr in Sorge, Tom und ich. Der Mörder, es könnte vielleicht jemand aus unserer Klasse sein. Wie kommst du darauf? Hat die Polizei jemanden in Verdacht? Nein, wir haben nur so überlebt. Es gab da einen seltsamen Mitschüler, Außenseiter, verklemmt, kontaktarm. Der schickt Leo übrigens so eigenartige Liebesbriefe unter Pseudonym. Was? Heute noch? Ja, sie hat es mir vorhin erzählt. Deshalb würde ich von dir gerne wissen, wie du so jemanden einschätzt. Rein professionell. Könnte er ein Mörder sein? Oh. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so fragen würde. Also, wenn er wirklich eine gehemmte, kontaktgestörte Persönlichkeit sein sollte, eher nein. Diese Menschen sind ängstlich und passiv. Sie neigen mehr zu Intrigen, fädeln im Hintergrund eine üble Geschichte ein. Dazu passt aber auch das Botschaften schicken im Schutz der Anonymität wie bei Leos Verehrer. Andererseits können Menschen, die äußerlich introvertiert und schüchtern wirken, dennoch ein unkontrollierbares Aggressionspotenzial haben. Das heißt, wenn sich bei ihnen zu viel anstaut und das Fass zum Überlaufen kommt, schlagen sie zu. Und viel schlimmer, als man ihnen zutrauen würde. Was ist mit Gerrit? Der pöbelt mich immer wieder mal an, weil er Kontakt mit Leo will. Es geht um Geld. Was? Das meine ich. Gerrit hat ein klassisches Psychopathenprofil. Er will Macht, Kontrolle, ist rüde, rücksichtslos und ohne jede Empathie. Dabei kann er das hinter einer sehr charmanten Fassade verstecken. So hat er Leo damals betört und in die Ehefalle gelockt. Ja, jemand wie Gerrit könnte vielleicht, wenn es seinen Interessen dient, über Leichen gehen. Oh, danke, Annalena. Du hast mir sehr geholfen. Oha. Gerne, aber ihr wollt doch wohl nicht Detektiv spielen, oder? Das überlasst mal lieber der Polizei. Keine Sorge, Annalena, ist alles nur theoretisch. Nein, wir hacken bloß alles. Dann ist gut. Grüß Leo ganz lieb von mir. Bis bald. Hör mal, mein Junge, ich habe da so eine komische Postkarte bekommen.
Die lag ohne Absender im Briefkasten. Auf der Rückseite stand nur eine Zahl. Ach, du ahnst es ja nicht. Was für eine Zahl, Papa? Sieben. Irgendwie dachte ich mir das schon. Und was war vorne auf der Karte? So ein biblisches Bild. Also ich muss offen zugeben, ich habe mit dem ganzen Kram echt so gar nichts am Hut. Da bin ich jetzt komplett ehrlich. Pap, das ist wohl nur ein dummer Streich, Papa. Das bedeutet nichts Gutes, Papa. Och, vielleicht kriegen wir ihn auf unserer Seite. Väter sind neugierig. Das beunruhigt mich jetzt. Muss es nicht. Ich irre mich sicher. Wie geht es, Mama? Ja, wir sollten halt auch nicht immer unbedingt, keine Ahnung, jeden anlügen. Oh, schon besser. Sie hat sich etwas erholt und lässt sich grüßen. Danke, Papa. Gib ihr einen Kuss von mir. Habt ihr das Laborergebnis inzwischen? Da hätte er uns ja wohl Bescheid gegeben, oder? Nein, noch nicht. Es verzögert sich wohl etwas, wurde uns heute Morgen gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Bestimmt ein gutes, Papa. Was Schlimmes sehen die meistens sofort. Wahrscheinlich haben die einfach viel zu tun gehabt. Ja, wenn du es sagst. Bleib cool, Papa. Was? Bleib cool. Ich versuch's, ist nicht so einfach gerade. Muss ich jetzt den Chat wechseln? Hi Süßer, wo steckst du denn? Wieso antwortest du nicht? Was gibt's? Hab wenig Zeit. Schon klar, ich störe. Ich hab allerhand um die Ohren. Was denn? Gibt es Neues in dieser albernen Morddrohungsgeschichte? Ja, gibt es. Und sie ist überhaupt nicht albern. Das kam heute. Na, wenn das nicht albern ist. Ich glaube, dein großer Unbekannter ist einfach nur ein Spinner. Aber sehr schön gestaltet hat er das. Das versteht was da. Er. Ach, bübü. Der versteht was davon. Könnte ich nicht besser machen. Lol. Muss ich deinen Konkurrenten fürchten? Mona, das ist nicht komisch. Der meint es bitter ernst. Die alte, ey, ne? Die regt mich so auf. Übertreib mal nicht. Apropos übertreiben. Wie hat dir übrigens mein Video gefallen? Etwas zu gewagt? Nein? Gib es zu, es hat dich heiß gemacht. Alter, ich krieg eine Krise. Schau mal, hab uns zwei gestern auf dem Papier gebracht. Die ist so kindisch. Mona, ich habe jetzt andere Sorgen. Die nervt mich. Hey, du Flachpfeife. Glaub ja nicht, dass du mich so einfach loswirst. Bestell deinen sauberen Schätzchen, ich gehe jetzt zum Anwalt. Ich mach sie fertig. Machen sie, was sie wollen. Sie kommen sowieso nicht damit durch. Jetzt kommen sie mal runter, man kann auch vernünftig reden.
Nö, kann er machen, was er will. Das klappt eh nicht. Was nicht? Das wollen wir doch mal sehen. Und ob ich damit durchkomme, sie soll bluten, und zwar bald. So, ich würde jetzt auch sagen, das reicht jetzt erstmal. Oh. Na gut. Da gehe ich doch noch rein. Da bin ich jetzt zu neugierig. Und da es das zweite Siegel auftat, ging heraus ein anderes Pferd. Das war feuerrot und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und dass sie sich untereinander erwürgten. Was? Und da es das zweite Siegel auftat, ging heraus ein anderes Pferd. Das war feuerrot und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und dass sie sich untereinander erwürgten. Ach so, das habe ich jetzt erst gesehen. Da siehst du. Ich kann ja mal gucken. Okay, alles klar, ich muss wieder von vorne anfangen. Ja, aber wie ihr seht, heute haut tatsächlich auch die Zeit hin. Es ist 22:10 Uhr. Und das heißt, ich werde jetzt natürlich erstmal Feierabend machen für heute und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, lasst euch überraschen, ich lasse mich überraschen. Bye bye.